Ich kann gleich anschließen an das OER-Camp in Hamburg, wo es eine tolle Session zu Spielen gab von Waltan. Und da haben wir festgestellt oder haben wir uns die Frage gestellt, sind Spiele überhaupt lizenzierungsfähig? Da gibt es eine große Diskussion natürlich unter Experten. Und wir haben mehr oder minder gesagt, Spielmechanismen sind eigentlich nicht schützensfähig. Jeder kennt natürlich die alternativen Versionen von Monopoly, ja, wo es um Straßenkampf geht, wo das eben ein antikapitalistisches Monopoly. Ja, und es gibt auch eine Version, Minecraft ist natürlich bekannt, eine freie Version, die so ein bisschen im Schatten gesegelt ist, die heißt Mindtest. Und das möchte ich vorstellen. Der Beginn dieser Entwicklung war ein politischer, nämlich die Eröffnung der Gamescom von Angela Merkel. Und da gibt es ein wunderbares Bild, wo Angela Merkel bei einer vorbereiteten Minecraft-Welt steht, wo der Reichstag abgebildet ist und Mirek Hanschel, ein Chemielehrer aus Oldenburg, der sehr viel programmiert hat in Minecraft. Und das wird vorgestellt und wurde unheimlich gefeiert. Und es gibt eine wunderbare Facebook-Gruppe, Mindtest für Lehrer und Pädagogen. Und da hat Ulrich Tausend das gepostet. Merkel hat die Gamer bei der Gamescom beehrt und eine Minecraft-Kuh über den Reichstag fliegen lassen. Was das und ihre Vorschläge für eine E-Cloud in der Medienpädagogik bedeuten, lesen Sie hier. Und da gab es eine sehr kontroverse Diskussion, weil nämlich zu dem Zeitpunkt, wo das vorgestellt wurde, die ganzen Sachen, die Mirek Hanschel da erstellt hat für Chemie, wie man nämlich mit Minecraft Chemie bauen kann, Elemente bauen kann, unter anderem das Helium, mit der er die Kuh dann hat fliegen lassen, oder beziehungsweise Angela Merkel die Kuh hat über den Reichstag fliegen lassen, ist in der Zeit schon gar nicht mehr lauffähig unter dem aktuellen Minecraft, weil von Microsoft gekauft, der Sündenfall der OER-Bewegung, ist plötzlich die ganzen Sachen, die über die Jahre erstellt wurden von Lehrern, nicht mehr lauffähig, weil die neue Version von Minecraft läuft nur unter Windows 10 und Mac und hat keine Mods, die ganzen Erweiterungen laufen nicht mehr. Und für die Schüler, für die Education-Version, braucht man eine Office 365-Lizenz. Da war dann natürlich, könnt ihr euch vorstellen, sehr stark wurde das diskutiert, in welchen Bildungsbereichen die Teilnehmer eine Office 365-Lizenz haben. Also sind wir auf das freie Minecraft gekommen, was schon immer parallel lief und haben jetzt gesehen, dass das schwer zu bedienen war. Man musste immer mit Command Lines und um die Schüler zum Beispiel einzufrieren, musste man den Freeze-Befehl eingeben. Das heißt, wir haben dann eine kleine Anpassung in Auftrag gegeben, wo man jetzt sowohl die Teilnehmer als auch die Welten besser administrieren kann und haben das dann auf GitHub gepackt. Ja, die Spielengine von Minecraft eignet sich wunderbar für Edu, weil sie stehen unter der GNU-Lizenz. Das heißt, alle Freiheiten, die nötig sind, nicht nur das Programm auszuführen, wann und wie man es will, sondern auch die Funktionsweise des Programms zu untersuchen, es zu distributieren und auch das Programm zu verbessern und zu verändern. Der Eingriff in den Source Code, der ist halt möglich. Und das haben wir so ein bisschen getan. Minecraft, mein Test, das ist so ein bisschen, die Leute sind enttäuscht, weil es ist erstmal gar nichts drin, es ist ein Baukasten. Und alles wird durch Mods, durch Modifikationen erzeugt. Und die Mods und Minecraft selbst, ist, mein Test selbst ist auch ein Mod. Das heißt, es gibt verschiedenste Arten der Variationen. Mein Test erlaubt nicht nur das Kopieren, sondern fordert die User geradezu dazu auf, das anders zu machen. Hier ein Screenshot unserer ersten bescheidenen Version von Mein Test Edu, was an Minecraft Edu angelehnt ist. Man kann die Schüler zu sich herholen, aber auch wieder zurückschicken. Das wurde im Forum diskutiert. Nicht nur, dass der Lehrer sie holt, sondern dass sie auch wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Man kann Flugmodus ein- und ausschalten, natürlich auch PvP. Ja, und das Remixen ist da, es eignet sich super zum Remixen und wir haben auf unserer GitHub-Lizenz sozusagen alle möglichen Sachen, Übersetzungen erstellen von Anleitungen und es, man kann sogar mit Minecraft ein eigenes Subgame erstellen. Das haben zum Beispiel die Leute von Voxellands gemacht, die wollten wieder mehr spielerische Elemente einbauen. Gut. Ich habe eine Challenge ausgeschrieben. Das größte Problem ist die Konvertierung von Welten, von Minecraft-Welten in Mindtest. Da gibt es verschiedene Tools, die auf Linux laufen. Und ich sage, wer mir hilft, Minecraft-Welten in Mindtest zu überspielen, bekommt einen Raspberry Pi, wo auch Mindtest drauf ist. Nämlich unsere liebste Hardware für Mindtest ist der Raspberry Pi. Darauf läuft es auch. Freie Hardware, freie Software. Die ganzen Links sind noch da und man sieht einige Einsatzszenarien mit Museen, wo wir das einsetzen. Also in der kulturellen Bildung hauptsächlich. Ja, das war's. Hier die Links noch am Ende.